Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Stadium ATV. Ja, es ist wieder soweit. Wir haben uns eine neue Podcast-Idee einfallen lassen, beziehungsweise, ja, was laber ich schon wieder für einen Scheiß? Wir quatschen einfach über Sachen, die uns eingefallen sind. Und ich hatte die Idee, dass wir mal eine deutsche Nationalmannschaft zusammenstellen aus dem MMA-Bereich, Pro-MMA-Bereich, sonst ist die Nationalmannschaft ja immer nur im Amateurbereich. Ja, und da wollen wir ein bisschen hin und her überlegen, wen wir denn so nominieren würden. Doch vorab, Daniel, erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Auch dass du hier bist, sehr, sehr geil. Freut mich auch. Ja, und ich weiß nicht, wie es sonst läuft in den Nationalmannschaften, aber ich glaube, es sind immer zwei Athleten pro Gewichtsklasse dabei. Ja, Im Idealfall. also im maximalen Fall, es dürfen bis zu zwei Athleten in der Gewichtsklasse sein. Und wir sind jetzt mal Nationaltrainer und gehen Ja, so Harry, grüß dich. Harry, bester Mann. Harry und Lutz, so sind wir heute. Die übernehmen wir jetzt aber im Profibereich und versuchen jetzt hier mal für jede Gewichtsklasse unsere zwei Top-Leute Genau. an den Start zu bringen und gucken, wie die großen Nationen in den Gewichtsklassen aufgestellt wird und sind und wie so ein Vergleich aussehen könnte. Wir fangen mal. Wir können im Flyweight ruhig anfangen, aber da ist für mich relativ klar, weil die auch sehr dünn besetzt ist. Da nehmen wir noch einen mit, würde ich sagen. Jetzt bin ich mal so frei. Das kann nur unser Kämpfer des Jahres sein, Sean Vartolocco da Silva. Ja, das Watto, ich hatte überlegt noch Max Holz, aber der ist zu schwer mittlerweile. Der ist 61, Mir genau. fällt sonst auch gar kein Flyweight mehr ein. Wen gibt es noch in Deutschland? Es gibt noch welche, ich kann hier mal machen. Prinzipiell kannst du ja auch den Gegner von Sean, den er, der auch Max gekämpft hat, Walid, Walid, nehmen. ja, okay. Der hat auch 57 gekämpft, aber auch 61. Aber einen anderen auf deutschem Top-Niveau, so, also es gibt keinen, der da Sean zu nahe kommt. Deswegen Ja. würde ich auch gleich in die Bantam-Gewichtsklasse springen. Ich habe hier, könnt ihr auch gerne nebenbei aufmachen, bei Tapology kann man halt die Rankings je nach Region und nach Gewichtsklasse aufmachen. Und deswegen fangen wir hier mal an mit dem Bantamweight. Also, da haben wir natürlich schon mal eine ganz, ganz andere Auswahl. Kämpfer, die wir schon oft besprochen haben. Islam, Max, wen hatten wir denn noch? Den wir schon häufiger hier hatten. Lascha natürlich. Also da gibt es schon andere Leute. Ganz oben ist unter anderem Farbut. Das ist der aus Berlin, der bei PFL erst gekämpft hatte. Ja. Wen? Also ich würde auf jeden Fall Max mit reinnehmen. Ich wollte gerade sagen, Max Holzer muss mit, mehr als verdient. Wir haben jetzt auch gar nicht besprochen, also muss er rein deutsch sein? Darf er für zwei Nationalitäten kämpfen? Wie schaut es da aus? Boah, da sind wir mal nicht so, denke ich, weil ich denke, also ich hätte jetzt erstmal gesagt, mit allen, die in Deutschland trainieren, bilden wir da irgendwie eine Nationalmannschaft. Ich weiß auch nicht genau, wer welche Staatsangehörigkeit hat, dementsprechend sehe ich das so locker. Ich hätte einfach alle mit reingenommen, die in Deutschland trainieren. Ich würde dann fast schon, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er auch im Bantam Kurschet Ja. kämpft, er im Bantamgewicht, der Gegner von, weißt du, gegen den Ja, Lascher gegen verloren den Lascher gekämpft hat. hat. Lascher 61 gekämpft oder war das so ein Catchweight-Ding? Ich glaube, das war Catchweight, oder? 63, 64? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn ich seine Kämpfe bei PFL sehe, ist er Keine sogar Ahnung. mit deutscher Nationalflagge angekündigt. Dementsprechend. Ich würde Kurschet da auf jeden Fall mit reinnehmen. Ist, Ja, er ist brutal der ist, starker muss, Kämpfer. hier ist er auch bei unter Bantamgewicht gerankt. Ich finde auch, und da mache ich auch uns den Vorwurf, dass wir ihn zu wenig auf dem Schirm haben. Steht 12-1, PFL das Ding gewonnen. Und er hat auch also bei PFL gegen Ali Taleb gewonnen. Ali Taleb kennen wir beide, haben wir in Schweden kennengelernt. Der ist sehr, sehr gut. Ja. Dementsprechend wirklich eine krasse Leistung, was Kurschet da gemacht hat. Und ich glaube, mit einem Max Holzer, so dem jungen Spund, und einem Kurschet quasi als etablierter Star, da machst du schon. Das ist Also auf jeden Fall schon eine sehr, sehr starke Besatzung, muss man wirklich sagen. das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, Mann. Bin ich absolut bei dir. Wollen wir mal ins Federgewicht gehen? Ich glaube, ein Name ist da fast schon gesetzt. Max Max Koga. Koga, safe, Ich ja. glaube, da führt doch gefühlt kein Weg dran Ist jetzt die vorbei. Frage, wie geht seine Karriere weiter? Ich sehe ihn schon fast im Ruhestand, wenn ich ehrlich bin. Natürlich, er wird bestimmt nochmal seinen Titel verteidigen.
Wir hatten mal drüber philosophiert, ob er vielleicht bei Octagon kämpft in Frankfurt, was wir uns eigentlich wünschen würden. Ja. Aber aus dem, oder ich sag mal, der aktuelle Standpunkt muss ja auf jeden Fall erwähnt werden. Ja, also vielleicht auch, man muss ja so gucken, in der Nationalmannschaft bei der WM guckt man ja auch, okay, wer sind so deine Leistungsträger, die so Ja. die Top-Leute sind, und wer sind es auch so, wer repräsentiert diese neue Generation? Weißt du, Genau, da nimmt genau. man ja auch Leute mit, um diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Deswegen Koga habe ich fest. Und eigentlich der zweite Name liegt auch auf der Koga Hand. ist so der Klose. Koga ist der Klose, ja, safe, Alter. Safe. Richtiger Michi Ballack. Warte, dann holen wir uns nochmal hier so ein, wie sagt man, ein Kimmich rein oder keine Ahnung. Ja. Ist eigentlich auch in seiner Prime. Deswegen passt eigentlich so ein Vergleich Kimmich ganz gut. Meiner Meinung nach Nico Samsonice. Boah, ja, safe. Da führt auch meiner Meinung nach Sehr kein guter Weg Call, dran muss ich vorbei. sagen. Ja, Mann. Da hast du Leute, die auch international schon gekämpft haben. Nicht nur bei Octagon, sondern auch Max damals bei PFL, Oh, M1. ja. Ne? Das ist schon. Wissen die meisten gar nicht, weil Max gefühlt in Deutschland erst danach so seinen Hype hatte. Aber der hat echt. Der hat gegen Lapillus, ne? Als die dann. Also, nachdem er im Ausland war bei PFL, der bei GMC gegen Lapillus, den Franzosen, gekämpft. Ja. Und das haben viele gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja. Safe. War er nicht davor bei M1 oder Ja, so? ganz. Also, Also, ne, ganz verrückt. Die meisten kennen ihn nur noch von NFC. Aber der hat schon einiges an Kämpfen geleistet, ja. da gibt es natürlich auch noch viele, ne? Man könnte ihn, wo ist er, oder ist er vielleicht im Leichtgewicht? Bin mir nicht sicher, ein Lom alias Kiew, so ein, ne, von dem Ja, Level. safe. Da gibt es auch Leute, die da auf jeden Fall reingehören. Ich komme mal ins Leichtgewicht, ja, und ich hau mal ein paar Namen raus, wer hier alles so unterwegs Mach ist. mal, mach mal. Also, wir haben ein Konrad Dierschke. Wir haben ein. Leichtgewicht, ja, ich dachte Welterweight Wer ist zuletzt. Okay, Leichtgewicht? krass. Wir haben mit Hüseyin Oh, sehr Kadymagomaev. starker Kämpfer, Richtig gut. sehr guter Junge. Wir haben ein Alexander Wertko, der meiner Meinung nach extrem unterschätzt ist. Leider nicht so aktiv vielleicht und deswegen so ein bisschen unter dem Radar. Aber sehr stark. Hier ist sogar ein Axel Soller noch gerichtet. Ich glaube, wäre der Deutscher, dann hätte man. Also führt gar kein Weg dran vorbei. Auf jeden Fall. Dann natürlich ein Arjan Topalay als guten. Eigentlich führt schon wieder gefühlt nichts um Arjan herum. Das, also das ist echt, das ist eine echt schwere Entscheidung, muss ich sagen. Man hat halt so seine Lieblinge, dementsprechend ist es bei uns immer schon, ja, wir sind, ist klar, dass wir einen Aja mitnehmen würden, und irgendwie habe ich auch Bock auf einen Konrad Dürschger. Ich hatte Konrad Dürschger tatsächlich im Welterweight gesehen und dachte, was für eine geile Kombination, Dürschger und Stolze. Das wäre wild. Ja, aber sind wir erst mal im Gleichgewicht. Ich habe irgendwie, ich bin großer Freund von Hüseyin Kadymagomaev. Ich Ja, mag der ihn beeindruckt als mich auch. Kämpfer. Ja. Die Frage ist eigentlich, musst du Konrad und ihn mitnehmen? Weil auch bei, also Konrad eine 16-2-Bilanz, Ja, Hüseyin eine stark. 10-2 oder 10-1, was hat 10-1? Das ist schon sehr, sehr gut. So, eigentlich führt kein Weg an den Jungs vorbei. Obwohl, warte mal, ist Hüseyin Kadymagomaev, er ist, ich Idiot, er ist Schweizer. Also wird ja als Schweizer gesehen. Weißt du was? Okay, das ist unsere Ausrede. Alexander Wertko. Alexander Wertko und Konrad Ja, Dierschke. Das Ding ist, Alexander Wertko ist so gut, der zählt jetzt zwar auch als Russe, aber ich glaube, er kämpft hier aus Frankfurt. Der fliegt so unter dem Radar, komischerweise. safe. Der hat in Barling hat er den Berliner richtig schlafen geschickt. Das war 30 Sekunden, ein ne, das war das brutales schnellste Knie. NFC-Knockout oder so, oder eines der schnellsten. Ja. Ja, sehr, sehr stark. Brutal. Also Dierschke und Also im Welterweight sehe ich auf jeden Fall Stolze. Denke ich, das passt auf jeden Fall. gibt's auch viele gute, viele, viele Das ist das gute. Problem. Es gibt überall viele gute. Grabinski, du hast einen Jungwirt. Boah, ein Jungwirt müsste eigentlich, das Ja, ist so, ja. du brauchst ja auch ein bisschen, so, du musst gucken, wer Auch zieht die Massen mit. ein Eckerlin, also eigentlich kann. Ja. Ja, eigentlich führt gar kein Weg über Jungwirt und Eckerlin vorbei. Schwierig, ne? Jetzt habe ich schon Stolz in den Raum Aber, geworfen, Alter. ich finde, wir hatten ja gesagt, du brauchst einen etablierten und einen Ja. vielleicht einen frischen. Was ist mit einer Kombination aus Ekalin und Dulatov? Weil das ist meiner Meinung nach so die alte und neue Generation. Ältere. Du hast ja aber auch Das hier. ist eine geile Kombination. Ekalin Dulatov oder Jungwirt und Stolze. Ja.
Kombo. Okay, Gott sei Dank, Maurice Abebe ist ja auch nicht deutsch oder auch ein Florim. Ja. Sehr schwierig. Ich kann mich nicht festlegen. Da sind zu viele gute Namen. Komm, du bist für Jungwirth und Stolze, ich für Ekalin und Dulatov. Ekalin und Dulatov, sagen wir es. Schade, so demokratisch und schnell lösen wir hier Ungereimheiten. Hoppala. Gehen wir mal ins Mittelgewicht. Jerome Boateng. Ja, Mittelgewicht. Gibt es, hatte ich immer gesagt, ist eher relativ dünn besetzt. Ja. Wir haben da ein Zugpferd, den man nennen muss, das ist Kerim Engizek. Definitiv, ja. Also wobei Abus Magomedov natürlich auch. Und Abus, ja, das wäre mein Zweiter. Ja. Also da führt auch kein, also nicht ansatzweise Weg an den Jungs vorbei. Das stimmt leider. Du hast einen jungen Jonathan Werns, über den wir schon lange gesprochen haben, der da so ein bisschen nachrückt zum Beispiel, aber also stand jetzt, gibt es gar nicht. Und jetzt kommt mich auf eine, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Halbschwergewicht, weil da gibt es überraschend viele coole und ansprechende Leute. Ja, Mann. Ein Stefan Pütz. Wir haben ein Popek. Wir haben einen Emilio, selbstverständlich. Ganz wichtig zu erwähnen. Wir haben einen Avdoyan. Wir haben einen Dusis. Also da sind schon ein paar Jungs dabei. Dementsprechend die Frage. Wen haben wir da vorne? Ja, Ich hatte erst überlegt, einen Popek und einen Pütz zu nehmen. Da hat man wieder einen etwas jüngeren. Und mit Stefan Pütz quasi eines der Auslaufmodelle, aber Legendenstatus. Aber Popek ist mir dann doch zu alt, wenn wir sagen, wir wollen ein junges Zugpferd. Ja. Deswegen habe ich gesagt, Pütz und Emilio Kessur. Habe ich genauso. Ja. Also sehe ich auch so. Pütz, der ältere, etablierte, mit der großen Reichweite. Natürlich auch aus unserer Sicht dann auch Emilio. Freuen wir uns, dass wir ihn hier unterbringen können als guten Kumpel. Aber passt in der Argumentation, Emilio, der Musiala im Halbschwergewicht. Ja, Mann. Und auch mit seinem 5:0, und man darf ja nicht vergessen, der hat ja auch schon einen internationalen Titel, also ist jetzt nicht so, dass er da... Nein, der hat auch schon bewiesen, was er kann. Ja, ja, 100%. So, kommen wir zur schönsten und besten Gewichtsklasse, dem Schwergewicht. Ja, Mann, Schwergewicht ist schon wieder schwer, muss ich sagen. Nicht am Körpergewicht gemessen, sondern Schwergewicht ist schwer. An der Besetzung. Tom Höhlemann. Also, wen haben wir denn da Schönes? Hatef musst du erwähnen. Ist halt auch der Beste aktuell in Deutschland, ne? Ja, ist auf A1 gerankt. Du könntest ja so das Ding machen, aber dafür muss ich sagen, ist auch Hatef jetzt einfach Octagon Champion, ist halt größer. Waldrin war es eine lange Zeit. So, ja, ne? Waldrin kämpft aber für Liechtenstein. Guter Punkt. Beziehungsweise er trainiert ja natürlich auch im Planet Ita. Ja, aber guter hier und Punkt. Da auch mal, aber ich glaube, sein Hauptpunkt ist immer noch in der Schweiz. Weil da hätte ich jetzt, das ist guter Punkt. Da hätte ich jetzt so angefangen zu diskutieren, so, weißt du. Das wäre mal ein Kampf, den würde ich brutal gerne sehen. Ja, ja, Waldrin gegen Hatef. Ja. Eigentlich, wenn Octagon nicht doof ist, warum nicht? Alter, holen die mal her. Waldrin zuletzt auch bei PFL gekämpft, jetzt in Österreich einen Titel geholt, aber also davor bei PFL gekämpft. Also sollte man auch auf dem Schirm haben, auf jeden Fall. Und da wir ja eigentlich schon unsere so junge Riege durchfahren und wir dich natürlich ausklammern, eigentlich kann man hier schon fast David Balewski nennen, oder? Ja, oder Simon Schuster hatte ich auch, obwohl David hat gegen ihn gewonnen, musst du natürlich so dann sehen. Ja, safe nehmen wir einen David Balewski mit. Also ein Hatef von David Balewski, klar kann man Vespasiani noch reinnehmen, der glaube ich vom Niveau her da mitmischen kann. Aber auch schon Tick älter und jetzt auch schon die Niederlage gegen Turev gehabt, wofür man sich um Gottes Willen nicht schämen muss. Aber Balewski hat auch noch umgeschlagen, deswegen passt es da ganz gut. Ja. Und das ist wäre quasi unsere Nationalmannschaft im Profibereich. Auf jeden Fall. Wir gucken aber auch mal, was so momentan auf der Welt los ist. Und wer dann wohl die beste Nationalmannschaft generell stellen kann, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben natürlich im Flyweight... Guck mal, wer ist denn die beste Amateurmannschaft oder die beste Nationalmannschaft im Amateurbereich? Ist immer Bahrain. Bahrain. Dazu muss man aber wissen. Jetzt aber auch, also sorry, jetzt ist ein sehr guter Punkt, weil ich habe neulich irgendwas gesehen. Bahrain ist immer noch stark, aber Kasachstan kam extrem. Ja, okay, die schicken auch brutal viel Kämpfer in den Staat. Die schicken extrem viel Kämpfer. Ukraine hat aber auch gut abgeschnitten. Ukraine war gut. Russland war. Also Russland war ja mehr oder weniger. Russland ist halt so eine Sondersituation. Erstens, die waren viele von denen waren gesperrt. Ja. So.
also mit diesem ganzen Sanktionen-Ding, das war auch im Amateurbereich schon so, viele der russischen Kämpfer kämpfen für Bahrain. So, weißt du, was ich meine? Deswegen war das, wenn du rein, glaube ich, eine russische Mannschaft zusammenstellst, also dann führt kein Weg über Russland vorbei. Ja. Wer auch immer noch stark war, und das siehst du auch in der UFC, die sind echt Australier. Ich weiß noch, bei uns, die waren so ein, zwei, der im Mittelgewicht, glaube ich, oder im Weltergewicht. Die hatten schon echt gute Leute da. Da waren ein paar dabei, die immer wieder gut waren. Und ansonsten war halt dieser Ostraum. Ja, ja. Der hat alles dominiert. Jetzt waren ja auch ein paar Amerikaner dabei, aber war auch nicht so super erfolgreich, so was ich mitbekommen habe. Ja, ich habe nur das Schwergewicht gesehen, der hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Ich glaube, weil viele bei denen halt auch da diese regionalen Profi-Dinger machen und Amateur-Dinger und dann im Pro-Bereich gehen. Irland hatte auch ab und zu und auch Skandinavien. Irland hat echt gute Leute gehabt, gerade in den kleineren Gewichtsklassen. Ja. Da merkst du aber auch, Conor McGregor war bei dem mal Sponsor der Nationalmannschaft und da kam, die hatten richtig Potenzial und Ressourcen, weißt du? Und bei dir kam ja auch, oder als wir in Abu Dhabi bei der WM waren, waren ja auch die ganze Zeit hier, John Kavanagh genau. war ja Head Coach. Also da wurde viel rein investiert die hatten auch Lust. Genau, das hat man gemerkt. Wer war sonst noch? Ja, hier hat aber auch jetzt... Brasilien, wobei die Mädels da eher, ne? Ja, da war ja auch mit Nogueira. War da eine Legende als Coach mit dabei. Ja. War auch cool, den zu sehen. Aber ansonsten muss man schon sagen, so dieser Trend der osteuropäischen Ländern, des Balkan... Hat man deutlich gemerkt. Balkangebiets auch, kam immer welche hoch, aber mehr so klassischen osteuropäischen Länder, die da so durchgedreht sind. Lass uns mal mit Bantamgewicht anfangen. Featherweight, also bin ich ehrlich, sind wir nicht so drinne. Pantoja gibt es da, aber ja, keine Ahnung. Bantamweight ganz klar immer noch amerikanisch dominiert mit drei Kämpfern in den Top 5. O'Malley, Sterling und Sandhagen. Ja. Du hast einen Djashvili dazwischen, du hast Song dazwischen. Danach kamen auch schon jetzt die russischen Anwärter. Also Peter Jan, Nurmagomedov, der jetzt wahrscheinlich in Zukunft weiter oben stattfinden wird. Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Also Bantamweight wird auf jeden Fall immer noch von den Amerikanern dominiert. Wir hatten es, glaube ich, schon mal angesprochen. Lustig auch, dass wieder sehr standlastige Leute vorne sind. Also ne, so ein O'Malley-Champion. Klar, Sterling und Merab dann auf 2 und 3. Aber auch wieder ein Corey Sandhagen, Peter Jan oben mit dabei, Chito Vera. Genau. Das ist schon cool zu sehen, dass dieser Trend in eine andere Richtung ein bisschen geht. Mit unseren Jungs, mit Max und wen hatten wir noch? Ein Bantamgewicht. Wen hatten wir? Max Holzer und, Kurschet. Kurschet, genau. Ja, auch Kurschet, auch brutaler Striker. Ja. Ne? Also Max, ein Allrounder meiner Meinung nach. Kurschet, aber der hat auch gezeigt, dass er grappeln kann. Aber das ist so ein Lascher-Verschnitt einfach. Ja, wenn du gegen Lascher und Ali Taleb gewinnst und vor allem die auch im Stand durchklingelst, dann bist du im Stand schon richtig gut. Den muss man sich auch nochmal angucken. Ja, Mann. Ja, brutal. Also, ich würde die so vor allem jetzt, ne, der ist natürlich weiter in der Karriere, aber ein Kurschet hätte ich gerne mal jetzt gesehen. Und ich glaube, der hat das unter Beweis gestellt, ne? Dass er da auch mit richtig guten Leuten mithalten kann. Ja, das Bild zieht sich so ein bisschen anders jetzt auf, hier im Leichtgewicht beispielsweise. Ach, wir müssen ja auch Featherweight erstmal machen. Warum gibt es das Featherweight? Ich dachte, wir überspringen Featherweight, weil da eh keine Leute sind. Flyweight meine ich ja, bis 57, ne? Ja, schon brutal leicht, Alter. Ja, das ist zu wenig. Also wir werden jetzt das nicht alle... Das ist zu wenig. Wir sind einfach zu wenig, um drüber zu reden. Wir werden jetzt nicht alle Gewichtsklassen so detailliert durchgehen. Aber was man schon erkennen kann, ist, dass Mexiko richtig startet. Also Mexiko hat immer wieder mal wieder gute, auch in Yari Rodriguez. Und das ist alles generell, auch jetzt wieder eine Georgien. Giga Chikadze. Georgien kommt echt auch noch mehr. Wenn man es hart auf hart nimmt, Lascher wäre auch Georgier. Ich glaube, der würde es sich nicht nehmen lassen, nicht für Georgien zu kämpfen. Guck mal, du hast einen Giga Chikadze und dann auch noch auf, der jetzt auch im Titel kämpft, ne, in Topuria. Ja. So, das ist schon eine krasse Aber Entwicklung. Das sind doch alles Nationen, die sind ganz anders mit Kampfsport verbunden, als wir
ich sag mal, Deutschen so. Ja, ja, safe. Wir sind eher die Fußballernation und bei denen ist es halt normal, früh anzufangen mit Ringen oder mit Taekwondo, mit Kickboxen und dann gehst du halt zum MMA irgendwann. Ja, ja. Ist halt eine ganz andere Sportkultur. Also, das mag ich auch am Featherweight, weil das echt aus. Also, das ist so auch nationalitätstechnisch und da jetzt noch durchkommst, hast du gefühlt die ganze Landkarte am Start, na klar. Irgendwo amerikanisch dominiert, aber ist auch klar, weil, ne, woher der Großteil der Sportler halt herkommt. Ja. Aber da finde ich es relativ ausgewogen. Im Leichtgewicht sind wir ja immer von den Russen dominiert, ne? Ob es Khabib in Islam ist. Aber das ist auch, ich bin Arman Tsarukyan, bin ich sehr gespannt. Ja. So, ne, wie er mit seinem armenischen, also armenischer Background, wie er da, aber auch ein Gamrot wieder polnisch dabei. Also es ist sehr, sehr ausgeglichen. Sehr, sehr ausgeglichen. Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was wir so ein bisschen beobachtet haben. Wir wollten ja herausstellen, ob es noch diese eine dominante Nation gibt. So, gibt es noch diese, wir hatten es ja kurz im Amateurbereich angesprochen, gibt es jetzt diese Bahrain-Mannschaft, ja. Gibt es das noch? Ich würde sagen, ja, es gibt tendenziell noch verstärkt Länder, die großen, aber wie wird sich das entwickeln? Ja, also ich muss sagen, ich glaube, es wird immer ausgeglichener, weil der Sport immer mehr Anklang in allen Ländern findet. Mhm. Man, Frankreich zum Beispiel, bestes Beispiel, da war MMA vor 5 Jahren irgendwie noch verboten oder so. Jetzt haben die auch zur letzten WM, oder wo ich gekämpft habe bei der WM, vorletzte, ja, stimmt. Auch eine Nationalmannschaft ins Rennen gebracht. Jetzt hatten die den Europameister im Schwergewicht zum Beispiel. Das heißt, es entwickelt sich auch in solchen Ländern. Dementsprechend kommen da halt auch gute Leute nach oben. Und ich glaube, die nächste Generation, die dann rankommt, ne, da wird es dann irgendwann ausgeglichen sein. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass dieser Trend, also es wird immer starke Amerikaner geben, es wird immer starke Russen geben, oder Brasilianer, weil es auch einfach so essentiell in der Kultur verankert ist, der Sport. Aber du wirst immer mehr von diesen Supersportlern aus eher kleineren Ländern, die da hochkommen, wirst du immer mehr mitbekommen. Safe. Und ich glaube auch nochmal, auch aus Deutschland kann es passieren, dass Leute durchbrechen werden. Und ich glaube, das wird in den Jahren jetzt immer häufiger mal passieren, weil einfach die Trainingsstandards in Deutschland andere geworden sind, höhere geworden sind. Was ist, wenn du mit Leuten sprichst, die auch mal jetzt hier wieder und Amerika und hier trainiert haben? Klar, sind das noch Unterschiede, gerade in der Breite, in der Quantität, aber auch in der Qualität. Aber wir kommen immer näher. Genau, ran. Das Training an sich ist nicht mehr so unterschiedlich. Ne? Ja, ja, ja. Man trainiert dieselben Techniken, das geht alles in eine Richtung. Ich habe aber auch das Gefühl, weil Leute früher zum MMA kommen. Es ist nicht so, dass du 15 Jahre boxt und dann sagst, ich kämpfe jetzt mit MMA, sondern viele sagen einfach, ey, ich will MMA trainieren. Ja. Und fangen dann relativ schnell mit allem an, was halt ein Riesenvorteil ist. Ja, ja. Hatten wir auch erst drüber gesprochen. Ich glaube halt auch, dass es, ja klar, wir haben jetzt einen Christian Eckerlin, wir haben einen Stefan Pütz, wir haben einen Christian Jungwirth, die ja immer noch, muss man sagen, in der Nische stattfinden. Groß in der Nische. Also sie sind Riesenstars, aber noch in der Nische. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr lange dauern muss, ich weiß nicht, ob es genauso eintritt, dass einer durchbrechen wird, der den Sport in den Mainstream bringt. Die haben jetzt, also ein Eckerlin, ein Jungwirth und Pütz, die haben die Vorlage jetzt gegeben. Auch ein Koga, der zum Beispiel manchmal bei ProSieben jetzt Artikel hatte. Aber irgendwann wird es den ganz großen Durchbruch geben, wo wirklich einer, also der bei RTL läuft und hast du nicht gesehen. Ich kann mir das vorstellen. Auch ich meine, RTL zeigt jetzt auch Fußball, weißt du, wer weiß, was in 20 Jahren ist. Die hatten Boxen gezeigt, die hatten, weißt du, die Frage, und die Sache ist halt auch, die Relevanz von diesen ganzen Privatsendern wird abnehmen. Internet wird noch immer mehr relevanter werden. Und wenn da einer durchspringt, jung, gut aussehend, der kann ganz viel bewegen. Wir sind schon mal raus. Da hast du leider recht. Aber naja, das ist jetzt vielleicht die Quintessenz zu dem. Schön. Ja, schöne Nationalmannschaft, würde ich gerne mal kämpfen sehen. Ich hätte wirklich richtig Bock auf MMA-Nationalmannschaft und dann auf so ein Turnier, ne? WM alle 3 Jahre oder so 2 Jahre. Muss ja nicht jedes Jahr sein, jeder hat noch seine eigene Karriere, aber lass uns mal so einen Turniermodus gegeneinander kämpfen. Machen wir mal. Wenn ihr Ideen habt, wie man das machen könnte, beziehungsweise wenn ihr eine coolere Nationalmannschaft habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und ansonsten klickt auf Gefällt mir, abonniert und dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein. Ciao Leute, bis dann.